Und damit begrüße ich euch recht herzlich aus dem American Airlines Arena hier in Miami, Florida zum Spiel der Miami Heat gegen die Los Angeles Clippers und dem Sonntagsspiel, ja, dem wohl, sag ich einfach mal, Highlight des Spieltages. Und ja, man kann es eigentlich sagen, nicht zwei bessere Clubs könnten momentan aufeinandertreffen in der Liga als die Heat gegen die Clippers. Und ja, die Clippers haben schon einige Trades vorgenommen, und zwar 3 Stück an der Zahl. Davon werden wir über das Spiel einige Leute sehen. Hier sehen wir, Leonard Cousins sind getradet worden. Augustin ist auch einer davon, aber den werden wir wahrscheinlich erst später sehen. Der ist nach meinem Meinung jetzt nicht in der Starting 5 drin. Und hier sehen wir Ray Allen. Er hat auch den Vorzug gekriegt in der Starting 5. Und los geht's mit dem Tip-Off. Und der geht schon mal an Chris Bosh und die Miami Heat. LeBron James hier am Ball. Ja, bekannt dafür auch ein Spielmacher zu sein. Und Chris Bosh probiert sie gegen DeMarcus Cousin. Aber Blake Griffin holt den Rebound. Und es geht über Chris Paul. Einen der besten Point Guards überhaupt in der NBA. Und schöne Alley-Oop auf! Ja, DeMarcus Cousin, er findet sich schon mal richtig ein hier. Toller Spielzug auf jeden Fall. Und die Heat jetzt im Angriff wieder über LeBron James. Ja, so wirklich einen normalen Spielmacher gibt es gar nicht bei den Heats. Das macht sogar selbst der Star der Mannschaft. Jetzt hier Ray Allen ist frei. Einfache Korbleger und Bonusfreiwurf Foul von Leonard. Ja, der von den San Antonio Spurs getradet worden ist. Dafür ging... jetzt muss ich überlegen. Crawford, glaube ich, ging dafür. Der Point Guard der Clippers wurde dafür getradet. Und genauso Danny Granger, der wurde auch getradet für DeMarcus Cousin. Und ja, selbst der Freiwurf geht rein von Ray Allen. Damit gehen die Heats in Führung jetzt erstmal. Block versucht da von DeMarcus Cousin. Chris Paul versucht ja jetzt durchzusetzen. Und sehr schöner Wurf aus der Drehung. Ich verspreche mir auf jeden Fall ordentlich Punkte hier von dem Spiel. Anders kann ich mir gar nicht erklären, weil dieses Spiel ist wirklich ein Highlight. Und Wade, jetzt versucht sich hier durchzusetzen. Und natürlich wurde Crawford nicht getradet. Ich schaue nochmal selbst gerade nach, wer getradet worden. Auf jeden Fall Wade mit einem schönen Abschluss. Und zwar wurde Collison getradet. So war es natürlich. Das ist eigentlich der normale, glaube ich, zweite Point Guard gewesen von den Clippers. Und hier sehen wir Leonard auf Paul gegen Chalmer. Griffin kommt zum Block, aber da ist jetzt ja LeBron James hinter Chris Paul am Wurf, und damit ist die 24 Sekunden überschritten worden. Ja, und wer hier eigentlich theoretisch aus dem Spiel als Sieger rausgeht, würde ich mal sagen, gilt als größter Favorit in dieser Saison. Weil die Clippers und die Heat sind unglaublich gut aufgestellt. Die Heat sind halt mit ihren, ja, sag ich mal, Top 3 Spielern mit LeBron James, Chris Bosh und Dwayne Wade. Und ja, die Clippers im Grunde mit Chris Paul, Blake Griffin. Und ja, eigentlich alle kann man dazu zählen. Leonard ist unglaublich gut. Und der Dreier geht rein! Chalmers mit dem Dreier. Sehr schöner Wurf auf jeden Fall. Letzte Sekunde. Chris Paul auf Blake Griffin mit dem Alley-Oop. Und auch der klappt. Chris Paul mit seinem zweiten Assist hier bereits. Und Wade jetzt mal. Bekommt den Block von Bosh. Der war nicht wirklich gut gestellt. Lag ein bisschen daneben. Ray Allen auf Chris Bosh. Der versucht jetzt gegen DeMarcus Cousin durchzusetzen. Aber auch wieder diesmal klappt das nicht. Sehr gute Defense von DeMarcus Cousin dort. Und die Clippers können jetzt zum Unentschieden ausgleichen. Und wieder ein Alley-Oop auf Blake Griffin. Und wieder klappt es. Unglaublicher Spielzug. Dritter Assist von Chris Paul. 8:8 hier. Ah, Chalmers ist da auf Bosh. Der raus auf Wade. Jetzt geht's auf LeBron James. Der gegen Blake Griffin. Gibt er raus auf Ray Allen. Weiter zu Chris Bosh. Und der versucht mit dem Hakenwurf und trifft.
Beim dritten Anlauf klappt es endlich für den Mann von den Miami Heat. Chris Paul, der Block da von DeMarcus Cousins ein bisschen besser gewesen. Aber im zweiten Versuch nicht wirklich. Chris Paul auf Crawford. Und der versucht jetzt, eine Sekunde hat er noch und trifft. Glück gehabt. War ziemlich schwierig für ihn. Die Heat. Auf Jammers von LeBron James. Assist. Sehr schön gemacht. Ja, LeBron James in echt mit einem Triple-Double gegen Detroit. Ein Triple-Double wird sehr, sehr schwer hier bei nur 6 Minuten Spiellänge. Ob Viertellänge. Eventuell ein Double-Double mit viel, viel Glück. Aber mehr eigentlich auch nicht. Und Chris Paul verliert er schon wieder den Ball. Und jetzt die Heat wieder im Angriff. LeBron James jetzt. Und da kommt der Block von Wade. Und da wird er jetzt schon, LeBron James schon gedoppelt. Probiert es jetzt nochmal. Notgedrungener Wurf. Aber Wurfzeitüberschreitung. Ja, der ist oben ans Brett gekommen und nicht an dem Ring. Daher, ja, abgepfiffen das Spiel. Dann sehen wir die Clippers in echt auch mit den meisten Punkten pro Spiel. Dahinter die Rockets, die ja hier bei uns gestern ihre erste Niederlage einstecken mussten im Spiel gegen Los Angeles Lakers, die unglaublich stark aufgespielt haben. Und jetzt warten wir hier gerade auf den Schiedsrichter. Okay, hier wurde noch gewechselt. War jetzt gerade etwas verwirrend, was da jetzt vor sich ging. Und LeBron James geht zum Beispiel runter. Und dann haben wir Augustin jetzt, auch ein weiterer neuer Mann bei den Clippers, der getradet worden ist. Kommt von den Chicago Bulls. Dafür ging Hedo Tokulu. Und die Clippers nehmen erstmal auch eine Auszeit jetzt. Da wird auf jeden Fall noch einiges zu klären sein. Speziell die Ballverluste, die müssen unbedingt weg. Hier sieht man 20 Turnovers. Fans ging im Spiel gegen die Heat in echt. Und hier sehen wir auch die Tabelle. Na gut, das interessiert uns jetzt nicht, bin ich denn. Wir haben hier unsere eigene Tabelle. Und Jordan jetzt mit dem Einwurf. Weiter Ball da auf Augustin. Das ging aber zum Glück gut. Augustin sucht gerade die Anspielstation. Da mit Barnes gefunden und der wirft den Dreier, trifft allerdings nicht, aber Offensiv-Rebound von Davis und ja, der macht den Punkt auch sofort rein. Sehr gut gemacht. Punkt der Zone Clippers mit 12. Alle Punkte aus der Zone von den Clippers und bei den Heats sind es 8 von den 12 Punkten. Beasley mit den schönen, ja, Wurf aus der Drehung, Jordan allerdings mit dem Rebound und Augustin jetzt im Angriff. Augustin, ich glaube gegen Neil ist das. Bonwell. Augustin, ja, versucht er durchzusetzen. Jordan. Du musst jetzt den Wurf nehmen und macht ihn auch, aber. Ja, Beasley mit dem Rebound. Wurde natürlich ein bisschen gehindert von Craig Oden. Der auch hier seine Einsatzzeit bekommt. Natürlich lange, lange verletzt und versucht jetzt hier mit dem Comeback. Wait, trifft nicht. Davis, 5 Sekunden noch, 2. Redick mit dem Wurf. Nein, der geht nicht rein. Und damit ist das erste Viertel zu Ende und es steht 12 zu 12. Das Spiel hat ganz gut angefangen in den ersten 3 Minuten. 8 Punkte von jeweils beiden Teams, aber dann, ja, es ist ein bisschen eingebrochen. Nur auf wenige Punkte danach. Aber gut, im zweiten Viertel kann es besser werden. Da sehen wir nochmal jetzt eine Analyse zum nächsten Spiel. Aber das brauchen wir uns nicht zu interessieren. Denn wir wollen hier ins zweite Viertel gehen. Dwayne Wade. Er will sicherlich wieder eine Meisterschaft holen nach Miami.
Speziell hier in der ersten Saison der Fantasy-Liga. Aber auch die anderen Teams wollen alle die Meisterschaft gewinnen. Aber es kann nur einer gewinnen von den 16 Mannschaften. Mal sehen wir es. Barnes. Sehr schön gemacht. Sehr schöner Assist von Augustin. Hat ihn sehr schön unten gesehen, wie er freistand. Cole. Cole war der Name. Entschuldigung, auf jeden Fall. Cole. Ja, sucht gerade den Mann. Findet ihn damit Lewis. Auf Beasley. Der nimmt den Dreier. Trifft allerdings nicht. Rebound von Augustin. Und jetzt mal gucken, wie schnell es jetzt geht. Auf Davis. Ja, das ist allerdings kein Werf aus der Distanz. Da unten steht Redick frei. Trifft allerdings nicht, nein. Ah, so ein offener Wurf. Ja, da ärgert er sich natürlich. Ist verständlich. So, wer ist jetzt da drinne? Serena auf jeden Fall ertönt. Das heißt, dass ein Spieler eingewechselt worden ist. Ich kann allerdings sehen, wer draußen ist. Kommt vielleicht reingekommen. Anderson ist, glaube ich, jetzt reingekommen. Für Craig Oden. Beasley probiert das nochmal mit einem Dreier. Raus auf Cole. Der wieder zu Beasley. Der täuscht einen Wurf an. Ja. Barnes steigt aber nicht drauf ein. Und jetzt der, naja, notgedrungene Wurf. Davis auf jeden Fall mit dem Rebound. Und Redick probiert es nochmal. Ja, wird er geblockt von Wade. Schöner Block von dem Point Guard. Jetzt momentan Shooting Guard Position. Denn Cole ist Point Guard. Wait. Ja, setzt er jetzt seine Akzente hier. Lewis mit dem Dreier. Ne, Zweier bloß. Schöner Assist von Wade. Und steht 14-14. Da wird ordentlich gerangelt. Ja. Redick. Er wird davon. Er verliert fast den Ball an Wade und Barnes mit dem Dreier trifft. 17-14 aus Sicht der Clippers. Matt Barnes mit 2 von 3 Würfen getroffen. 5 Punkte auf seinem Konto. Und ja, die Heats nehmen eine Auszeit. Ich denke mal, da wird es auch gleich gewechselt. Bisher gingen die meisten Spiele an die Heimmannschaft. Außer im Einspiel. Im zweiten Spiel. Die Brooklyn Nets haben dann gegen die Dallas Mavericks verloren. Heim. Und jetzt Anderson mit dem Einwurf. Findet Lewis. Lewis. Und der Ball ist im Aus. Den hat er ins Aus gedribbelt. Hat er gar nicht mitgekriegt. Ja, es geht gerade rucki zucki da, dass der Ball mal auf der Linie aufspringt. Und schon ist es im Aus. Und John auf jeden Fall jetzt mit einem Einwurf auf Augustin. Die Clippers können die Führung jetzt hier ausbauen. Werden sie es auch tun, ist die Frage. Redick steht auf jeden Fall da jetzt komplett frei, weil Wade ist umgefallen. Und Barnes nochmal mit einem Dreier. Nein! Anderson mit dem Rebound. Cole jetzt macht das ganz schnell. Auf Beasley. Ja, ich dachte, der geht raus da. Ist er Nummer 9. Zu Lewis. Lewis täuscht den Wurf an. Ja. Cole wird, denke ich mal, den Wurf jetzt nehmen. Ja, so ist es auch. Nimmt den Dreier und trifft allerdings nicht. Jordan mit dem Rebound. 2 Punkte bisher erst für die Heats hier in dem Viertel. Da muss die Starting Five wieder her anscheinend. Und jetzt. Ja, gibt es da 2 Freiwürfe jetzt für Augustin? Wade auf jeden Fall mit dem Foul, das ist klar. Ja, und es gibt Freiwürfe. Und dann machen sie auch schon Bosch Allen bereit an der Seite. Die werden gleich ins Spiel kommen. Augustin muss aber zuerst den ersten Wurf machen, damit gewechselt werden kann. Augustin, sehr gut. Die zweite Reihe auf jeden Fall von den Clippers stärker als die zweite Reihe der Heats, aber das war eigentlich auch persönlich zu erwarten. Denn die Heats, ja, profitiert eigentlich in der Regel, würde ich sagen, von dem Big Three. Sollte dort einer verletzt sein, spielt die Mannschaft total anders, ja, und denn in der Regel gibt es auch meistens immer mehr Niederlagen, als wenn
alle drei da sind. Und Augustin macht auch den zweiten rein. Ja, der zweite sitzt auch. 5 Punkte Vorsprung für die Clippers. 3 Minuten noch auf der Uhr im zweiten Viertel. So, Bosch dann mit dem Block gegen Wade. Allen gegen Barnes. Sehr schön gemacht von Allen. Aber da kommt Davis, aber er hält ihn nicht auf. Ray Allen macht die Punkte für sein Team. Und Auszeit von den Clippers hier. Ja, Ray Allen hier in der Karriere 19,4 Punkte im Durchschnitt. Seine Karriere ist allerdings auch schon ziemlich lang, muss man dazu sagen. In der Regel die meisten Punkte vor seiner Karriere, als er zu den Heats gegangen ist. Und hier sehen wir die Wurfquote der letzten der Big Three. Da ist Jordan eindeutig einer der besten. So, wer wird jetzt angespielt? Denk mal oben Augustin. Nee. Redick. Barnes steht eigentlich ziemlich frei. Augustin aber auch genauso. Der nimmt den Dreier und trifft ihn nicht. Aber Jordan mit den Rebound und wird gefoult von Anderson. 2 Freiwürfe für Jordan. Ja, der Mann, der am gesamten Körper tätowiert ist. Ich möchte nicht wissen, bis wohin alle Tattoos gehen, aber das ist ja zweitrangig, sofern er seine Leistung bringt. Jordan mit dem ersten Freiwurf. Mal gucken, ob er ihn reinmacht. Auf jeden Fall wichtig, dass er den Offensivführung gut hat und das Foul gezogen hat. Und der erste geht vorbei. Ja. Es war gut in der Wurfquote, wenn es dicht am Korb ist. Allerdings auf der Distanz scheint es wohl nicht so seine Stärke zu sein. Kann er allerdings jetzt die Clippers noch wenigstens 1 Punkt geben. Unter Umständen kann er auch vorbei werfen. Und ja, er wirft auch vorbei den zweiten. Bosch mit dem Rebound. Und man versucht noch immer auf LeBron James. Interessant auf jeden Fall bei den Heats. Aber auch bei den Clippers, noch immer die zweite Reihe draußen. Und Bosch probiert's, aber auch diesmal nicht. Jordan mit einer guten Defense-Arbeit. Und jetzt Augustin auf Barnes. Der steht vollkommen frei, aber schafft es nicht. Anderson mit dem Rebound. Und Cole jetzt. Cole. Sehr schön gemacht. Sehr schön durchgesetzt gegen Augustin. Bringt die Heat wieder auf 1 Punkt ran. Hier sehen wir Wurfquote 8 zu 6 und 8 zu 7. 17, 8 zu 16 und 8 zu 17, so. Augustin auf Redick, der steht ja vollkommen frei. Ja, da hat Wade geschlafen. Hat ihn aus den Augen verloren. Ray Allen. Wie nimmt er jetzt ein bisschen Verantwortung? Und aber, oh, fast den Ballverlust gegen Barnes. Bosch. Ja, schafft es auch diesmal nicht. Sehr viel geht über Bosch, aber der bringt die Würfe einfach nicht rein. 2 Würfe erst getroffen vom Center. Ja, Jordan ist kein Mann aus der Distanz. Das ist klar. Das haben wir schon an den Freiwürfen gesehen. Guckt allerdings jetzt, wen er anspielen soll. Augustin steht frei. Wirft allerdings nicht. 5 Sekunden hat er noch gleich auf der Uhr. Wirft jetzt allerdings. Sehr schöner Block gestellt von Jordan. Und Barnes mit dem Augustin mit dem Dreier. Entschuldigung. Wait. Bringt er jetzt nochmal sein Team nochmal ran. Bosch auf jeden Fall mit dem Block. Da hat er jetzt fast freie Wurfbahn gehabt. Und jetzt Cole. Jetzt gegen Jordan Davis. Nein, das klappt nicht. Augustin. Kann sein Team jetzt nochmal weiter absetzen. Jordan auf Augustin. Der auf Davis. Ja, der wird genauso, sag mal, toll sein wie Jordan auf die Distanz. Augustin hat noch 5 Sekunden. Redick, der die versucht natürlich jetzt die Uhrrunde zu spielen. Jetzt muss er werfen. Aber wird geblockt von Wade. Zweiter Block des Point Guards der Heats. Und jetzt wird gewechselt auf Seiten. Ja, und ich denke mal, jetzt wird zum größten Teil wieder die Starting 5 stehen. Ja, so ist es auch. Die Heats müssen was tun. Sie haben jetzt noch 8,5 Sekunden für den Angriff. Mal gucken, wer den Ball bei den Heats bekommt. Allen auf Wade. Der nimmt den Wurf und trifft auch noch.
24:20 und der 0,3 Sekunden Abraumann. Ja, das bringt nichts mehr. Mit einer 4-Punkte-Führung gehen die Clippers hier in die Pause und man kann eigentlich gespannt sein, wie das dritte Viertel starten wird. Auf jeden Fall, die Clippers wirklich bärenstark hier gegen die Heat, die man auch nicht unterschätzen sollte. Allerdings ist es bisher nicht das wirklich punktreichste Spiel, was wir gesehen haben. Na gut, ein Spiel der Denver Nuggets gegen die Boston Celtics kann man eigentlich fast gar nicht mehr unterbieten. So wenig Punkte, wie dort gefallen sind. Aber gut, seitdem läuft es aber in der Liga. Viele Teams erzielen viele Punkte. Hier sehen wir nochmal einige schöne Szenen von den Clippers. Speziell nachher aus der Distanz hat es wirklich gut geklappt. Am Anfang nur Punkte aus der Zone. Und später hat es geklappt. Hier sehen wir eine doch recht miserable Wurfquote von den Heats. Ja, da manchmal die Wurfquote etwas schlecht. Speziell von Beasley. Aber der sollte jetzt erstmal nicht mehr draufstehen auf dem Feld. Von daher würde das, denke ich mal, besser sein. Und damit gehen wir jetzt ins dritte Viertel. Tja, die Heats müssen 4 Punkte aufholen. Aber Chris Paul und die Los Angeles Clippers wollen das verhindern. Sie wollen hier mit dem Sieg in die Liga starten und zeigen, hey Leute, auch wir können's. Paul gegen Chalmers. Ja, jetzt setzt sich das. Der, verliert den Ball allerdings. Wollte gerade den Pass zu Cousins spielen. Unterm Korb. Der da ziemlich frei stand. Und jetzt Wade. Wade versucht sich da zum Korb zu arbeiten mit dem Wurf aus der Drehung und trifft. Sehr schöner Wurf. Chris Paul im Angriff jetzt. Bekommt den Block gestellt von Blake Griffin. Und mit dem Alley-Oop! Wieder mal ein Alley-Oop von Chris Paul auf Blake Griffin. Und das ist bereits, glaube ich, sein 4. Assist. Müsste das mittlerweile schon sein. Also, Chris Paul ist hier der Mann, der die Assists verteilt. Und LeBron James wird gedoppelt, spielt aber das Alley-Oop auf Chris Bosh und der macht das Ding rein. Alley-Oop über Alley-Oops hier. Geht auf jeden Fall schon mal munter hier los. Crawford deutet Fake-Wurf an und der, ja, wunderschön zum Korb dann gezogen. So muss das sein, schnelle Punkte. Das lieben die Fans. Und die hießen ihm gleich mal eine Auszeit. Gerade wo das Spiel so richtig schön an Fahrt aufgenommen hat. Aber das ist eben halt typisch. Noch immer 4 Punkte Rückstand für die Heats. Man muss eigentlich jetzt darauf hoffen, dass die Clippers mal irgendwas daneben werfen. Neben einer Anweisung vom Coach, während der Coach der Clippers sich schon wieder hingesetzt hat. Doc Rivers scheint auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden zu sein mit seiner Mannschaft. Chalmers auf Wade. Ray Allen. Wade, der nimmt den Wurf aus der Distanz und trifft ihn in Rücklage. Super gemacht, dieser Wurf. Ja, und LeBron James, der schaut da irgendwie zu. Ey, Junge, eigentlich ist das meine Show hier. Aber gut, wirf du mal. 1 Punkt nur Rückstand und die Clippers nehmen auch gleich eine Auszeit. Ja, Dwayne Wade ist heiß und den versucht man jetzt irgendwie runterzukühlen mit der Auszeit, indem man ihm keine Würfe so schnell gibt. 28:27 hier. Und Chris Paul jetzt wieder im Angriff. Ja, zieht er zum Korb. Da steht Leonard. Der so ein bisschen blass bisher geblieben ist. DeMarcus Cousins, sehr schöner Wurf. Schön gegen Chris Bosh durchgesetzt. 4 Punkte, 1 Rebound.
für den Center der Clippers. Wade. Auf Bosch. Sehr schön gemacht. Da stand er vollkommen frei. Ja, da wurde er gedoppelt. Und da ist natürlich der Weg dann frei für Chris Bosch. Von den Clippers muss auf jeden Fall jetzt wieder eine passende Antwort kommen. Blake Griffin. Ja, ich glaube, von da aus braucht er nicht werfen. Chris Paul. Sehr schön aussteigen lassen und auf den Pass auf den Marcus Cousins. Sehr, sehr schön gemacht. Nächster Assist für Chris Paul. Na, 3 von 3 Würfen bei DeMarcus Cousins. Er feiert auf jeden Fall seine Premiere hier sehr, sehr gut bei den Clippers. Und da muss ja Chambers fast aufpassen, dass er kein Rückspiel macht. LeBron James jetzt mal gegen Blake Griffin. Und der blockt den Wurf. Unglaublich. Was für ein Block von Blake Griffin gegen LeBron James. Ich glaube, damit hätte er auch nicht gerechnet. Und jetzt hat man noch 5 Sekunden auf der Uhr. Das muss auf jeden Fall jetzt schnell gehen. LeBron James. 5 Sekunden, 3 Sekunden, 2, 1. Den macht er jetzt notgedrungen. Ja, und Rebound von DeMarcus Cousins. Sehr, sehr gut auf jeden Fall. Die Defense-Arbeit bei den Clippers. Uah. Nicht zu weit nach hinten passen. Crawford. Schöner Block jetzt von Griffin. Leonard. Crawford nimmt den Wurf, trifft allerdings nicht. Rebound von Allen. Oh, da war jetzt ein Spieler im Kontakt. Ich hoffe, Leonard war letzten Ball. Ja, Heatball. Und Greg Oden kommt jetzt erstmal wieder zurück für Chris Bosch. Ray Allen auf Chalmers. Der gegen Chris Paul. Ray Allen. Ray Allen. Ja, auf. Ja, probiert den Wurf, trifft allerdings nicht. Blake Griffin mit dem Rebound. Chris Paul. Versucht da Wade auszusteigen, aber Wade mit seinem dritten Block hier heute. Der macht ja mehr Defense-Arbeit als offensive Arbeit. Und er lässt der Aussteigen. Greg Oden mit dem Alley-Oop. Assist von Dwayne Wade, ja. Die beiden Point Guards auf jeden Fall auf beiden Seiten geben sich das heute richtig fleißig mit den Assist. Oh, Crawford da mit einem schönen Trick. Auch Blake Griffin, der hat eigentlich jetzt freie Bahn gehabt. Der hätte vorbeiziehen können an LeBron James. Versucht jetzt auch nochmal gegen LeBron James und mit dem Wurf aus der Drehung. Ja, der hat eigentlich schon reingeguckt. Und jetzt die Heat. Chris Paul gegen LeBron James. Ob das gut geht. Und den macht er rein. Sehr schöner Wurf von LeBron James. Und die Heats führen. Ja, zwischenzeitlich waren sie mal richtig weit zurück mit vier Punkten. Chris Paul mit dem offenen Wurf und macht ihn rein. Sehr schön. Noch 46 Sekunden hier auf der Uhr. LeBron James. Nimmt nochmal den nächsten Wurf und trifft wieder. Ja, LeBron James nimmt Fahrt auf. Und die Clippers jetzt mit dem nächsten Angriff. Ja, Chris Paul sagt unten, hier, ich stehe auch frei, ich spiele auf mich. Crawford. Auf Leonard. Der nimmt den Wurf und trifft ihn. Der Dreier sitzt. Dann nimmt er seinen ersten Wurf und trifft ihn gleich mal von der Dreilinie. Sehr, sehr schön gemacht. Und jetzt der letzte Angriff wahrscheinlich über die Heats. Dwayne Wade versucht es. Raus auf Ray Allen. Er hat noch 4 Sekunden jetzt auf der Uhr. Nimmt den Wurf wahrscheinlich. Nee, auch nochmal zurück auf Wade. Der nimmt den Wurf und trifft nicht. Die Clippers gehen mit einer
2 Punkte ins letzte Viertel. Und ich muss erstmal einen Schluck trinken. Das punktereichste Spiel wird wahrscheinlich nicht an diesem Spieltag. Allerdings wahrscheinlich eins mit der knappesten Ergebnissen. Aber gut, wir haben noch ein Viertel zu spielen. Und da kann ja bekanntlich noch vieles passieren. Ja, wer wird hier von den beiden eigentlich, würde ich wirklich sagen, Hauptfavoriten in dieser Saison als Sieger vom Platz gehen? Ich weiß es nicht. Ich will es gar nicht einschätzen, wie gut, dass ich hier neutral Zuschauer bin. Und LeBron James lässt sich da schön durch. Sehr, sehr schön gemacht. Er sorgt gleich mal für die ersten 2 Punkte in diesem Viertel. Chris Paul auf Crawford. Da wird Griffin den Block stellen. Und das Alley-Oop-Anspiel! Und wieder ist Blake Griffin dort. Ja, der nimmt wahrscheinlich mehr Alley-Oops an als Würfe. Selbst werfen tut. Also, unglaubliche Leistung von Blake Griffin. Der hat bestimmt ja schon seine 10 Punkte zusammen. Weil so viele Alley-Oops, wie der schon angenommen hat heute. Und jetzt LeBron James mit dem Alley-Oop auf Chris Bosh. Kaum gibt es mal einen Alley-Oop auf der anderen Seite. Folgt der andere sofort wieder. Und ja, Cousins mit dem Block für Paul. Und der, nein, der legt ihn nicht rein. Der rollt der wieder raus. Und Wade mit dem Rebound. LeBron James mit dem Pass auf Chris Bosh. Der nimmt den Wurf jetzt aus der Drehung. Hakenwurf geht aber nicht rein. Und Crawford, sehr schön gemacht. Schneller Spielzug, ja, da sagt er, komm, da war ein Foul mit dabei. Aber nichts da, sagt der Schiedsrichter. Ja, die Wurfquoten hier in der zweiten Hälfte eindeutig besser als in der ersten Hälfte. Man sieht also, das Spiel nimmt hier ordentlich einen Pfad auf. LeBron James wieder und trifft wieder. Unglaublicher Wurf des Small Forwards. Und die Clippers mit der Auszeit. Ja, 4 Minuten und 16 Sekunden auf der Uhr. Steht 41 zu 41. Gestern beim Spiel der Chicago Bulls gegen die Indiana Pacers ging es 44 zu 43 aus. Und hier sind wir bereits bei 41 Punkten beider Teams. Ja, Leonard macht auf jeden Fall einen Einwurf. Der Black Griffin gibt da die Signale, hier spielst du den. Ja, und da Cousin steht plötzlich frei und zieht das Foul gegen LeBron James und kriegt einen Bonus-Freiwurf. Sehr, sehr gut gemacht. Auf jeden Fall hat er sich schön weggedreht von Chris Bosh. Und ja, LeBron James versucht da sein Nötigstes, da irgendwie diesen Wurf noch zu verhindern. Guckt etwas in die Luft. Mein Gott, warum gibt es denn da jetzt einen Foul? Und der Marcus Cousin, ja, atme nochmal tief durch. Und dann geht's ab zum Freiwurf. Wäre auf jeden Fall wichtig, wenn da mal einer reingeht. Ja, die Clippers jetzt mal mit einem getroffenen Freiwurf, nachdem er von Jordan beide Freiwürfe daneben gesetzt hat. Wade gegen Crawford, aber er schafft es nicht. Paul mit dem Rebound. Der macht heute die Arbeit hier. 6 Assists bereits, 4 Punkte. Ja, bei den Punkten noch nicht so aktiv, aber dafür bei den Assists. So muss es sein. Crawford auf Griffin. Griffin auf DeMarcus Cousins. Der steht ja vollkommen frei. Sehr, sehr schön gemacht. Wo war denn da bitteschön Chris Bosh? Der hat sein Gegenspiel erstmal laufen lassen. Der ist LeBron James. Nimmt er jetzt die Zügel in die Hand hier für die Heat? Und da Blocking Foul von Blake Griffin. Okay. Der wollte wohl eher einen Offensiv-Foul da haben, aber nix da. Schiedsrichter sagen Blocking-Foul. Es geht weiter mit dem Einwurf von der Seitenlinie. Chris Bosh auf Chalmers. Ja, der deutet da den Wurf an. Nimmt ihn aber doch nicht. Ray Allen auf LeBron James. Da steht er vollkommen frei. Trifft den Dreier nicht und Griffin mit dem Rebound. Crawford auf Leonard. Der auf Cousin, der zurück auf Paul, der nimmt den Dreier. Trifft allerdings nicht. LeBron James mit dem Rebound. Ja, und jetzt der
American Airlines Arena steht natürlich jetzt hier auf. Die Fans jubeln. Kommt, das schafft ihr, Leute. Und immer. Oh, nein, Allen mit dem Verlust da an Crawford. Schlechter Pass auf jeden Fall. Griffin. Wer wird jetzt angespielt? Griffin auf Paul. Chris Paul. Macht erst die nötigen Punkte. Nein! Gute Verteidigung von Chalmers. Das geht schnell. Allen. Na, wurde aufgehalten. Chalmers. LeBron James gegen Blake Griffin. Chris Bosh macht ihn rein. Sehr schöner Wurf. 46-43. Dieser Wurf musste auf jeden Fall jetzt unbedingt kommen von Chris Bosh. Der ist sieht man erste Halbzeit mal gerade 20% Wurfquote. Jetzt hier hat er eine 80er Wurfquote. Und wieder ist Alley-Oop auf Blake Griffin von Chris Paul. Und wieder geht er rein. Eieieiei. Siebter Assist von Chris Paul. Und ja, die Heats nehmen eine Auszeit. Unglaublich, was dieser Chris Paul hier für Assist verteilt. Das war, glaube ich, bestimmt schon der vierte Alley-Oop, den er hier spielt. Wenn nicht sogar schon der fünfte. Unglaublich, was die Clippers hier zeigen. Sowohl von der Zone als auch von der Distanz. Unglaublich gut, dieses Team. Und sie signalisieren, mit uns müsst ihr rechnen diese Saison. Und sie spielen ja hier wohlgemerkt noch auswärts. Wie wird das erst sein, wenn die heimspielen? Und Chris Bosh jetzt hier nochmal. Ah, der Block von Cousin! Griffin holt sich den Ball. Chris Paul. Ja, Griffin stellt den Block. Und wieder Alley-Oop, unglaublich! Was war denn das für ein Dank von Blake Griffin? Chris Paul mit dem nächsten Alley-Oop zu Blake Griffin. Die beiden harmonieren wie sonst kein anderes Duo anscheinend hier in der Liga. Unglaublich. Da dachte man schon, dass James Harden und Dwight Howard sich verstehen bei den Alley-Oops, aber das ist ja hier noch bessere Kunst. Und ja, Wade jetzt hier nochmal mit 2 Punkten. 5 Punkte Rückstand, 50-45 steht es. Cousins sucht natürlich jetzt verzweifelt den Spieler, den er anspielen soll. Findet ihn in Paul. Ja, der hat jetzt 8 Sekunden Zeit, um über die Hälfte, Hälfte des Feldes zu kommen. Hat es auch geschafft. Crawford. Cousins steht da vollkommen frei. Schöner Assist von Crawford. Und ja, die Heat nehmen eine Auszeit. Punkte in der Zone 34 Stück. Dagegen 26 nur von den Heats. Ja, LeBron James hatte vorhin die Chance für den Dreier, der das Team etwas näher hätte ranbringen können. Er hätte man jetzt schon 48 Punkte. Wäre keine 7 Punkte zurück, sondern nur 4 Punkte. Aber das ist immer wieder dieses hätte, wäre, wenn. Die Heats müssen hier nochmal rankommen. Aber wir haben es auch gesehen. Bei den Houston Rockets gegen die Los Angeles Lakers. Die Houston Rockets waren über 15 Punkte zurück und haben nachher am Ende des Spiels mal gerade mit 5 Punkten Unterschied nur verloren. Also, und das meiste haben sie in den letzten 1 Minute ungefähr aufgeholt. Und jetzt hier, ja, Chalmers fast mit dem Ballverlust gegen Paul. LeBron James, ja, nimmt jetzt die Züge selbst in die Hand. Und dann nimmt sie das Foul gegen Blake Griffin. Ja, aber kein Bo. Kein hat den Wurf zumindest nicht getroffen, also hat er 2 normale Freiwürfe. Das kann den Clippers aber auch lieber sein, anstatt jetzt hier noch einen Bonusfreiwurf zu kassieren für die Heat. Weil dann hätte man die Chance, nämlich 3 Punkte zu machen und nicht nur 2. Ja, LeBron James in der ersten Halbzeit etwas blass geblieben für meinen Geschmack. In der zweiten Halbzeit hat er dann aufgedreht. Macht jetzt zumindest schon mal den ersten Freiwurf rein. 6 Punkte, trotzdem noch Rückstand. Und das sieht sehr gut aus. Sehr schöner Wurf. Ja, und jetzt hat man noch 5 Punkte Rückstand. Crawford. Ist zumindest schon mal durch. Jetzt bloß nicht den Ball verlieren. Das ist besonders wichtig. Chris Paul. Bekommen jetzt den Block von Blake Griffin gestellt. DeMarcus Cousins steht da frei. Ja gut, der kann aber von dort aus eigentlich nicht werfen. Leonard wirft jetzt nochmal und trifft.
Sehr gut vom zweiten Neuling der Clippers, oder von einem der drei Neulinge. 54-47. LeBron James. Er muss jetzt hier mal so langsam werfen. Auf Bosch. Der macht den Wurf eigentlich rein. Und Paul mit dem Rebound. Und das war's denn wohl. Letzter Angriff. Die Clippers werden die Zeit runterspielen lassen. Und ja, sicherlich keinen Wurf mehr nehmen. Also das Spiel geht 54-47 aus für die Clippers, die sich den ersten Sieg in der Saison holen gegen die Heat. Und das auswärts. Das ist eine eindeutige Leistung. Und ja, das kann man großartig sagen über dieses Spiel. Die Clippers haben ihre Favoritenrolle zu Recht hier bewiesen gegen die Heat. Und ja, sie sind das zweite Team in der Saison, die hier einen Auswärtssieg holen auf jeden Fall. Und ja, mir bleibt eigentlich nichts anderes zu sagen, anstatt dass wir uns denn morgen wiedersehen beim nächsten Spiel. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Spiel gefallen. Bis beim nächsten Mal. Hier ist der Spieler des Tages, das ist Blake Griffin. Aber gut, das ist eine andere Sache, denn der hat unglaublich viele Pässe anbekommen von Chris Paul. Ja, und ich verabschiede mich aus der American Airlines Arena. Und wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.